Hallo, guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteurer oder Captain America oder Justus der Abenteurer oder Indiana Jones Justus und das ist Kumpel Sebastian Benz. Und wir sind hier auf der schönen Burgruine, einer schönsten hier in Wertheim in Baden-Württemberg. Mein Spessart. Hast du gesagt? Odenwald. Odenwald oder sowas. Wir sind hier im Odenwald, in Wertheim, in Baden-Württemberg. Genau. Und von hier aus hat man einen schönen Panoramablick. Das ganze Tal. Am Fluss Main. Und da vorne ist die Tauber. Ja. Ist auch hier. Und ich habe gehört, die Tauber ist ziemlich sauber. Ja. Ja. Und taub. Das ist die Tauber. Tauber, ja. Und da hinten ist dann der Wertheim-Tunnel, der ehemalige Eismann-Tunnel unter uns auch. Und da ist auch das Parkhaus. Aber es sind andere Videos. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Hip Hop und Action, sagt euer Justus der Abenteurer. Indiana Jones Justus, unser Kumpel. Das ist der Benz. Let's ride. Laufen wir zu der Kamera. Lass den Tunnel reinlaufen. So, wir haben ein Parkhaus geparkt und laufen jetzt hoch. Zur Burg. Das Parkhaus ist gar nicht mehr so teuer. Ich glaube, das ist billiger als wie unten zu parken, oder? Ja. Und schön groß. Wir sind die Besten. Nach dem Freibad gehen wir gleich wieder hoch. Sport ist kein Mord. Für uns nicht. Wir können das, gell? Jawohl. Erste Burgruine, dann Freibad, dann Burgruine, dann wieder Freibad. Kombination. Ja. Und jetzt müssen wir eigentlich wieder in den Freibad gehen. Nachtfreibad. Oh. Wir sind bei Bundeswehr, hä? Ja, Bundeswehrler. Was uns nicht umbringt, macht uns noch viel stärker. Das hat er dann ab, gell? So ist es. Und das ist der Aufhang zur Burg. Boah, die Beine, ne? Ja, nix, kein Problem. Nur mit Luft. Als Asthmatiker merkst du es halt, wenn es hochgeht. Wir hätten auch hier hochgehen können. Ja. Wahnsinn. Da oben sind noch Hochhäuser, guck. Ja. Ghetto. Nicht Ghetto. Stadt. Ich denk mal, normale Wohnungen. Ja. Ghetto. Der Vorteil ist es, dass wir jetzt unter der Woche oben sind. Es ist weniger los, weil kein Fernsehen. Überall noch Schulen, weißt du schon. Und hier, am Sonntag, fast jeden Sonntag, steht hier ein Mann mit einem Falke. Echt? Ja. Und mit dem kannst du nur ein Bild machen dann. Habe ich noch nie gesehen hier. Habe ich mit meiner Schwester schon gemacht, wo wir hier waren. Okay. Der steht hier mit einem Falke, der hat die Falknerei da drüben, ja. Also wenn du da durchläufst. Ist aber neu dann. Ja. Und da kannst du mit den Falken ein Bild machen. Letztes Jahr war es nicht so. Ja. Ich zeig dir dann das Bild später. Und früher auch nicht so.
ist neu halt. Ja, für diese Tourismus brauchen die sowas. Ich war schon hier auf Mittelalterfest. Da ist die Wirtschaft. Was ist los? Runde gemacht. Gut. Mit mir ist nie was los, ist das. Merkt ihr das? Was ist das für ein Weg? Das ist noch der alte Weg. Das sind die damals runter. Die ja. Und der neue Weg. Ja. Oh, pass auf. Oh, lalo. Nicht, dass der Runde fehlt. Runter geht's leichter als wir rauf. Ja, ich sag ja, das ist wie Klein Heidelberg. Ja. Das ist wie Klein Heidelberg. Ja. Und hier haben wir wieder Rotsandstein. Ja, viele Rotsandstein. Typisch für Spessart. Ja. Schön aber. Hallo. Servus. Schöne Burg. Ja. Die haben es einfach gemacht, bin Auto hochgefahren. Ganz einfach, hätten wir auch machen können. Das soll nicht hochfahren, glaube ich. Willst du das da hinten rein? Nö. Und dann da hoch irgendwie? Dann lieber da rein. Willst du da rein? Ist schöner. Ja? Schöne Gegend, also haben wir gute Filme. Das ist auch ein schöner Blick, hast du da. Ja, ich finde es da hinten perfekt. Ja. Jeder hat eine andere Sicht. Okay. Aufs Leben, weißt? Okay. Wenn du das für dich gut findest, findet der andere wieder das andere gut. Ich finde es, mein Rhythmus ist immer so, da rein und dann wieder raus. Einmal so im Kreis, ne? Ja, am besten so. Da kannst du sehen, 16, ob ich, 48. Ob ich filme oder nicht filme, das ist mir egal. Ich habe einen Rhythmus hier. Was ich mir gefällt einfach. Mach die Welt, wie sie dir gefällt. Genau. Das war alles. Dann bist du die Bibi Langstrumpf. Wahrscheinlich für 20 Euro für den Platz normal. Also. Hier war ich mit Pokémon auch schon hier oben. Echt? Ja, mit Christian Pokémon. Waren wir schon hier oben. Hat sie gefallen? Ja. Das ist die Hauptsache. Ja. Schau mal den Blick hier an. Panoramablick. Das ist Wertheim. So schön. Ja, das da drüben ist Kreuz Wertheim, ne? Ja. So, wir gehen so wie rein und machen die Tür zu. Und dann wieder raus. Ja. Müssen wir da sein, weil du warst dann ein bisschen anders. Genau. Dann gehen wir rein. Gehen wir rein. Auch mehr rein einfach. So, das sind in Rainerburg. Da haben wir ein Bild von der. Mal gucken, wer alles kommt. Da haben wir ein Bild von der Burg, ein Luftbild. Hier, schau mal, 27.8. Attributo Metallica. Ja, cool. Cool. Das sind Toiletten. Da ist auch keiner drin. Das sind alles saubere Toiletten. Super. Modern und sauber. Alle. So. Da ist die Burg. Jo. Da ist der Brunnen. Und bei Bunden. Burgfilmfest.
Genau so, da stehen. Weiter rüber. Ja, ich bin schon richtig. Filmfest. Film, Bookfilm. Let's play. Let's do it. Gas angestoßen. Da haben wir jetzt noch Beschreibung. Das kostet, glaube ich, 2 Euro. Ja, was lustig ist, wenn du außen dran läufst, kommst du auch hier hin. Ja. Wenn du außen rum läufst. Ja, ich weiß. Spannung, Burg Wertheim. Tatort, Burg Wertheim. Wirtschaftswaren. Kann was essen hier, oder? Ja. Laufen wir jetzt auf die Burg und dann essen wir was, oder? Ja, die Frage ist, wie lange machen die noch Essen? Deswegen fragen wir. Geht's natürlich tief runter, ja, ne? Ja. Aber allein in der Schule, die haben jetzt gewollt, dass sie mal. Wow, hier schön. Oh, wer steht jetzt hier auf der Burg, oder? Jo, wir essen gleich was. Wir essen was Klassik. Eine Burg. Schaut aus wie ein. Wie ein Tor, guck mal. Schaut aus wie ein Tor. Schau mal, unser Krug ist. Das ist Cola. Und kein Bier. Cola, ein Steinkrug. Das ist richtig Cola. Hey, trink mal. Lass es schmecken. Merci, Prost. Prost. Gut? Perfekt. So, Cola. Das ist Coca-Cola. In jeder Wirtschaft gibt es Coca-Cola, sind meistens Cola. Wie bei der XXL Lutz in Würzburg, da gibt es Cola, dann nicht lieber Cola-Mix. Weil ich trinke nur Cola, wenn es Coca-Cola ist. Das normale Cola das ist wie so ein mag ich nichts. Das schmeckt so, das normale Cola schmeckt wie das einfache Billig-Cola. Wenn sie das Coca-Cola nicht haben, dann nehme ich lieber Cola-Mix, weil da schmeckt es für mich über Spezi, schmeckt immer gleich. Egal, was Billig-Cola oder Billig-Fanta ist, das schmeckt gleich. Das kann ich. Just on out. Viele Grüße von hier, gell? Genau. Hey, Sebastian. Jo. Wir machen alle mit Krüger. Stoßen an. Yes. Yes, let's. Genau. Schau mal, das ist Essen. Schaut gut aus, oder? Schaut sehr gut aus. Und deins auch? Bist du zufrieden? Oh, na, aber hallo. Hey. Gut, aber es fehlt irgendwie Ketchup oder hey, so. Hey, gib mal einen Daumen hoch dafür. So. Perfekt. Und da ist meine Pfeffersoße. Pfefferrahmsoße. Kein Ketchup? Muss halt sagen. Sollen wir das Essen einfach so oder was? Ja. Einmal das Ding, einfach das Ding drauf und meine Soße. Meine Pfefferrahmsoße. Yeah. Das ist ein flüssiger. Nicht so trocken, ich mach's lieber so. Guten Appetit, Sebastian. Justus. Jo. Prost. Da. Prost. Lass dir schmecken. Danke dir. Ja. Das ist total komisch. Hä? Weil hier zahlst du und unten kannst du eigentlich sonst rumlaufen. Wie unten? Wenn du unten runter reingehst, wenn du da unten reingehst, kommst du da raus. Ja, da musst du aber auch einen Eingang durchlaufen, oder? Nee. Ich zeig dir den Eingang, okay? Okay. Laufen wir so durch. Und, wie hat der Äpfel geschmeckt? Ja, gut. Sehr gut. Bei mir hat weiter... Ich hab 20,70 bezahlt. Und du? 22. Moment, stopp. Ich glaube, die Kasse ist da. 22,70 wahrscheinlich. Ich habe bezahlt 22,60. Ja, ich habe 20,70 bezahlt. Aber gute Schnitzel, muss ja. Ich echt sagen. Sehr gutes Essen. Die Patinade ist gut, sehr gut. Ja. Jetzt geht die Sonne unter. Ja, im Wertheim. Ja.
Gut. Ist ja schön. Das sieht man schon vom Weiten, gell, diesen Eingang da. Ja. Die beiden Türme da, siehst du schon vom Weiten? Ja. Haben wir die Hände drücken? Nee, man kann die nicht sehen, ne? Nee. Ist ganz hinten. Aber das wäre cool, oder? Ja? Stell dir mal vor, die Henneburg wäre weiter näher. Ja. Und die wäre dann so da in dem. Boah, das wäre doch cool, oder? Also du kannst dir den wie heißt das, der Wertturm oder so? Aussicht oder ein Landturm, wie der heißt. Ja. Den ist der Landturm. Da oben, ja. Aber ich war. Wo heißt er da oben? Siehst du schon von der Autobahn aus. Ja. Wenn du auf der Autobahn fährst. Ja, aber was ist jetzt mit damit? Ein Denkgebäude, wie kommt man da rein? Oder wer kommt da rein? Zeig dir das. Meinst du zum Wehrturm? Nein, das ist die Gebäude vorne, der Eingang da oben. Hm. Für wen ist das? Ist privat oder was? Oder wer kommt da rein? Ist Führung nur bloß zum Museum? Ich glaube, das war früher. Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ey. Ist das leer oder? Bräuchten wir einen Plan. Und da auch, guck mal, der Turm geht hier runter, da hoch. Benutzt du selber das? Das ist eine Glocke, schau mal, eine Glocke. Ja. Mit einem Hammer. Ja. Und der Hammer schwingt dann aus und dann auf die Glocke drauf. Ja, ja. Das ist Frage. Da gibt's auch, wer das, was da gemacht? Wer da was? Wohnt da niemand? Ich glaube nicht, dass da jemand wohnt. Ich denke, das ist leere Räume. Das ist komplett leer, schaut es aus. Ja. Von außen schaut es komplett leer aus. Könnt ihr auch aus dem Museum machen, oder? Ja. Unbenutzte Räume. Schaut ziemlich leer aus. Schaut noch. An die leer. Du kannst sogar hier außen rumlaufen. Oh, schau dir mal das an. Laufen wir doch mal außen rum, oder? Schöne Halle Davidson. Ja, cool. Willst du losfahren? Ja, wenn du. Gerne. Wie viel wollen wir dann? Wir haben. 21 Uhr. So, 21.30 Uhr oder so ist es dann abgelaufen, die Praktika, oder? Aber dann kommen wir nicht da oben rein, wenn wir da laufen. Aus rum, oder? Da kommen wir gar nicht mehr in. Ja, da geht's wieder runter in die Stadt. Und wie ist es aus rum zu laufen? Ja, da kommen wir überhaupt nicht rein. Das ist vorbei, da kommen wir nicht außen. Ja, du kannst außen rumlaufen, aber im Endeffekt kommst du nicht da rein, wo der Wehrturm ist. Das dauert, wenn du da hinten läufst, ist es weiter, wie wenn du da vorne reinläufst. Okay. Ist denn was, noch was Tolles zu sehen, oder was? Du kannst da nur außen rumlaufen ein Stück, aber dann ist auch zu. Okay. Ich bin noch nie außen rumgelaufen. Also ich gehe davon aus, also da gibt es keinen Weg weiterhin. Was ist denn da? Ah, da sind Schläuche drin. Aber jetzt mal eine Frage an dich, ne? Was findest du jetzt besser? Also jetzt allgemein, die Festung Marienberg oder in Würzburg oder hier die Wertheimburg? So einfach jetzt mal, einfach so, ohne Hintergedanken. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, gell? Ja. Weil auf einer Seite musst du überlegen, du hast da oben, kannst du essen und hast einen perfekten Blick auf die Stadt. Ja. Was ist besser? Das sind natürlich zwei unterschiedliche Burgen, ne? Ja. Weil die Festung Marienburg ist ein Schloss. Festung. Festung ist ein Schloss. Und das hier ist eine Burg. Ja. Aber von der ganzen Aufmachung ist es schwer zu sagen. Na. Also ich würde mal sagen, vom Feeling her. Da meinst du durch, oder? Ja. Ich finde, vom Feeling her ist das hier. Es ist schön. Und du kannst auch da oben lang laufen, das weißt du auch, ne? Ja. Es ist sehr schön eigentlich. Sehr schön. Die wird nachts bestimmt auch angestrahlt. Ja. Und da weiß ich, das sind immer so Ziegen hier. Lauf doch hin. Schau mal, was das ist. Das hier ist einfach ein schönes Bild. Jo, stimmt. Willst du auf den Wehrturm hoch? Jo. Bist du abgesperrt? Ja, weil das sind immer Ziegen. Ja. Warst du da oben auch schon? Ja, kenn ich schon. Das war schon überall rumgelaufen. Da kann man sich hinsetzen, da gibt's so Liegen. Liegen.
Und beim dritten, beim Mittelalterfesten dann hier ganz viele Stände. Und hier war auch eine Techno-Party. Ja. Wenn du jetzt dahinter läufst, kommst du dahin, wo das Drehkreuz ist, wo du Geld bezahlen musst. Ja. Komisch. Komisch. Oh. Ja. Denk dran, du kriegst heute noch Besuch. Ja. Ja, und hier waren die ganzen Stände. Mit diesen Verkaufen beim Mittelaltermarkt. Und da hinten war der Essen- und Trinkestand und da war das die, ja, da waren halt die Bierbänke und da hinten die Bühne. Da haben die Band Musik gespielt, die Mittelalterband. Genau, und hier war Sven Fate damals, so ein Techno-Künstler. Ja. Der hat hier auch eine Bühne gehabt und dann waren hier lauter Leute und da haben die Techno gefeiert. Jo. Oh, das ist ja cool. Ja. Da kann man nochmal nachfragen. Hä? Oben, oder? Was? Cool, ja. Bis zu abends ist das Tor offen und nach am Tag ist das Tor wieder zugemacht. Ja. Das Tor, wo wir reingegangen sind. Ja. Das ist, glaube ich, am Tag zu. Ich glaube schon. Ist nur abends offen dann. Ja. Das ist schön. Schönes Bild. So fast aus wie die Henneburg, oder? Ja. Ein Vogel. Das ist ein Vogel. Hast du einen Vogel? Ja, da vorne. Der Vogel hat einen Vogel. Da kommst du bis zum Ausgang wieder. Komischerweise, ne? Wenn du von da vorne kommst, zahlst du Geld. Wenn du hier reinläufst. Ja, aber es ist nur abends offen. Das ist auch am Tag offen. Ich bin schon tagsüber hier reingelaufen. Nicht immer offen. Sonntag bin ich hier schon öfters reingelaufen. Offen. Ja. Aber vielleicht auch nur manchmal. Kann auch sein, ne? Ja. Bis jetzt hatte ich immer Glück. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie für uns aufgemacht, weil wir sie gestern hier. Buckfilme gesessen. Extra eine große Tür aufgemacht. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier geht's echt rein. Ach, da haben sie jetzt durchgelaufen. Ist auch ein kleiner Ton. Das ist gleich vorbei. Ticket? Mit dem Parkhaus-Ticket. Ja, aber geht dann hoch zum Turm. Weiß. Wir können richtige Shows machen, ne? Hä? Wir können richtige Shows machen. Ja. Da kommt noch eine Festveranstaltung. Wir haben eine Veranstaltung. Kommt dann Bock auf eine Burg, ja. Ach, da war es eine Veranstaltung hier. Da war es am Wochenende Veranstaltung. Bock auf eine Burg. Da haben sie das gemacht für die Kinder, glaube ich. Ja. Hier kannst du schön klettern. Und stürzen. Sandsteingebirge. Du weißt, wenn du fällst, dann bist du. Kannst du auch nur vergessen.
Wieso? Warum soll ich fallen? Yo! Wetterkünstler, Sebastian Benz. Ja. Gib doch zu, du wolltest den Burgmauer erkunden, ob es auch dicht ist, also das, dass die Stützungspfeile da, die gemauert sind, genau, noch richtig stützen, noch die, das, die Festung. Hier. Jetzt ist es überhaupt offen, das guckt, die Autos sind da. Ja. Sonst wird das Tor wieder zugemacht. Es sind nur wieder die Autos da. Ja, das ist ein schönes Bild. Oh, der Renner. Danke, Christus. Ja. So. Die Burg bei Nacht. Okay, beim Wertheim über Nacht. Ja, schön. Und da liegt Brennholz. Brennholz, kommst du mit? Gut, Kamera. Ach, die Feiern drinnen. Noch die Feiern, ja. Pokernspiel oder sowas, keine Ahnung, feiern einfach. Feiern einfach. Da feiern welche einfach, keine Ahnung. Feiern da die Bayern. Keine Ahnung. Feiern Bayern. Freundschaft treffen, Pokfeier, keine Ahnung, Ritterfest. Was weiß ich. Willkommen auf der Burg Wertheim. Gut. Sehr gut. Da kannst du oben feiern. Da ist der Ausgang. Die Fenster schauen hier aus, ne? Da? Ja. Die Fenster schauen aus wie schön rein. Ja. Bei Lohr, die Münden. Jo, stimmt. Gell? Ach, das haben sie jetzt abgesperrt. Ja, da ist so ein Zaun davor. Ja. Warum ist es abgesperrt eigentlich? Alles tut verboten. Wegen den bösen Geistern. Ja, so böse sind wir auch gar nicht. Einfach gesperrt. Super. Was? Schade. Auch gesperrt. Alles gesperrt hier. Raus mit deiner Kamera, hm? Jojo. Vollmarsch. Vollmarsch und dann volle Marsch. Durch den Vollmarsch. Vollmarsch. Das ist Sport. Ich war doch nur im Freibad. Und zuvor auf der Hindeburg. Ja, ich bin kaputt. Wir waren heute auf drei Burgfrieden. Noch nichts, das sind wir gerade. Das ist der dritte jetzt. Wir werden immer sportlicher. Heute ist Montag. Drei Burgfrieden.
Ja. Anpause. Andere machen den Urlaub, ruhen sich aus, wir machen Sport. So, kurz. Licht brennt noch. Junge. Alter Schwede. Hast gleich geschafft. Puh. Und gleich geschafft hier. Der dritte Burgfried. Puh. Geschafft. Boah. Leon war auch hier. Guck mal, Leon war hier. Ja, sehe. Super. Oh, ukrainische Flagge. Ja. Mit Deutschlandflagge drauf. Deutsche Adler drauf und ja, für Ukraine. Nächste Burg? Oh, nee. Lang. So, die Kamera kann man schon schwenken. Wer hat denn mit dem Maus rumgelaufen, Sebastian? Ach. Stimmt. Da unten sind die Ziegen, wie du gesagt hast. Sind die Gartenziegen? Ein Stück weiter runter eigentlich. Ganz unten sind sie. Ja, das sind die Ziegen. Ja. Und das sind da die Liegen, sonst wären sie da gewesen, die Liegen. Da wärst du nicht weit gekommen. Ja. Da wärst du voll den Weg gelaufen. Nur aus rumgelaufen. Ja. Yes. Yes. Danke dafür. Ich bin der neue Rufer. Kletteraffe. Kletterscanner. Und auch gesagt, Kletteraffe. Schön. Ist auch schon hier. Ja. Ja, bleib oben stehen, hast du oben stehen bleiben müssen. Hä? Das ist umlöscht. Und dann? Foto. Gib mir mal das Teil. Warum? Reichen wir das mal hoch dann? Was willst du mir bekommen? Ich hab's schon selber, guck mal, ich kann es selber hier halten. Ist selber schon hoch genug. Ist alle? Leute. Schau, warte mal ganz kurz, hier ist was. Jetzt sind wir ganz oben, ne? Ja, Justus. Gut. Wow, wir haben sonst nichts zu tun, ne? Genau.
Und welche Burg tun wir jetzt erobern? Keine mehr. Drei Bergflüsse haben wir erobert. Zwei Flangenfrieds. Zwei von der Henneburg, den kleinen und den großen. Und dann noch den hier, Bergfried. Wertturm von der. Und dazwischen noch das Freibad in Wertheim. Müssen wir rüber zum Auto? Ja. Oh Gott. Gut. Das war's ja schon, ne? Ja. Gut. Das ist cool. Reicht schon hier. Oh, da steht noch was drauf, ein Herz. Ein Dollarzeichen, Herz, jetzt geht's hier runter. Ist nicht so ein kalter Wind hier hochgeflogen. Okay. So ein kalter Wind. Ja. Das sind die Burggeister. Das sind die Burggeister. Die haben wir fahren lassen. Die Burggeister. Das sind die Burggeister. Wenn Menschen einfahren lassen, wird es warm und stinkend. Bei Burggeister scheitern das. Nee, Spaß. Zumindest haben wir Beleuchtung hier. Komm, wir gehen noch nach zu. Noch zu Rodenfels. Auf dem Wertung, gell? Ach nee, lass mal sagen. Nee, der ist kurz. Nee, der ist doch hier nicht noch zu. Nee, du. Der ist schon Feierabend. Nee. Ja, da müssen wir aufpassen, wie er runtergeht. So. Wow, Sammel. Ja, haben wir schon vorhin auch gesehen. Wertheim City. Und dann hier warum? Sebastian? Jo. Drehen wir uns alle um. Wertheim City und dann. Ach Gott. Jo. Jo, jo. Geht's da runter? Schön war's, oder? Wunderschön. Für diese Lynch, diese Flusskreuzfahrt Luxusschiffe gibt's für die Leute hier extra eine Führung sogar. Echt? Ja. Hab ich schon gesehen. Die angeln sich hier unten in Wertheim und dann geht es da hoch mit Führen alles. Der Kletten alles. Weil der hat erklärt, dass dieser Turm angebaut worden ist. Oder dass hier angebaut worden ist. Weil irgendein anderes Schloss hat, haben die was gehabt und sollen die auch haben. Wollen die Burgen auch haben. Überlegen, die hatten früher keine Kräne, gar nichts. Die haben es einfach so mit. Weißt du, irgendwas war irgend so ein Vorbild, das die Burgen gesehen hat und das wollten sie auch haben. Dann haben sie so einen Turm gebaut. Dieser Turm da. Ja. Irgend so ein. Ja, keine Ahnung. Den gibt es auch bei der Coinburg. Ja. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen abgeguckt, oder? Von jeder Burg. Ja, schon die Coinburg, die Henneburg. So, und jetzt hier? Ja, weil so ähnlich. Schau mal den Wehrturm da an. Da könntest du denken, du bist auch oben bei der Henneburg. Ja. Und die Freudenburg genauso gebaut. Das ist alles gleich. Ja. Und die Schönrhein bei Gemünden auch. Mit den Fenstern. Ja. Das ist alles eins. So war damals der Baustil. Ne, wenn du nach Heidelberg kommst, wenn du auf das Heidelberger Schloss gehst, ist schon wieder ein ganz anderes Baustil. Das kann wahrscheinlich welches Jahrgang. Welches Jahrgang gebaut worden ist. Ja. Seht ihr, kann ganz immer andere Baustile. Muss ja auch in die Verteidigung geschützt werden. Ja. Burgen damals, die ersten Burgen mussten ja auch umgebaut werden. Verstärkt werden die Mauern. Schau mal, das haben sie auch anders gemacht, weil da hast du noch so ein Rundbogenfenster. Ja. Schau, siehst du das? Ja. Da waren vorher Rundbogenfenster drin. Wo ist denn? Das war mal alles hier auf dem Boden gelegen. Das haben sie alles so wieder renoviert. Ja, einfach nur Killer. Alles zusammengebaut und renoviert. Siehst du so? Wenn du wahrscheinlich vor 100 Jahren hier hingehst, hin, oder vor 50 Jahren oder 60 Jahren, dann siehst du noch überall die Steine liegen. Wahrscheinlich auch die Reste. Ja, ist einfach nur cool. Und da haben sie einfach genommen, die Steine, haben zusammengebaut, wie es damals war. Die richtigen Steine heißt Renovierung. Oder irgendwie.
Du musst denken, damals hast du eine Burg gebaut, da musste gab's dann Katapulte, Kanonen, da kommt einer mit der Kanone her. Ja, du siehst ja, wo die überall eingeschlagen haben. Du siehst ja da zum Beispiel, da ist ein riesen Loch drin, das haben sie immer noch gelassen. Ja. Da muss auch eine Kanone eingeschlagen haben. Ja. Du musst die Burg verstärken, die Mauer muss verstärkt werden durch die neuen Art Waffen, ja, Kanonen. Dann musst du der Burg noch aufrüsten mit Kanonen. Ja. Dann gab es wieder neue Arten Waffen. Damals war die Burg auch nicht billig zu besitzen. War für einen Burgherrn ziemlich teuer. Falsche Jahreszeit. Jetzt brauchst du kein Brennholz mehr. Aber das muss auch irgendwie was gewesen sein. Da auf der anderen Seite. Ich denke mal, da gab es mal vielleicht eine Brücke rüber oder was. Irgendwas muss es auch, so alte Abwehr irgendwie. Abwehrstellung. Du meinst so eine Bastei? Ja. Da ist das Wohnschloss. Genau, weißt du? Da hinten dran geht doch ein Berg hoch. Ja. Und ich glaube, die haben diese Burg hier geschützt mit diesem Ding hier. Ja. Dass sie von da auf die Gegner, die vom Berg kamen, gekämpft haben. Ach, keine Ahnung, du weißt ja nie, musst du gucken, wie sie damals gebaut worden ist. Was ist das, das Wohnschloss? Ja, stimmt. Die konnten die Burg belagern von der Seite. Ja, genau. Belagerungsschutz. Schutz für Belagerung. Weil da geht das, der Berg hoch. Weil das Wohnschloss ist immer an Burgrand. Genau. Weil da kann man schlecht belagern und es wird unten. Und damals, in Mittelalterzeit, gab es auch noch keine Katapulte. Es gab da Sperre und Kanonen. Und dann war halt da besser da die Verteidigung. Bastei oder was es nennt halt. Oder das Oberteil war zuerst da und dann später haben sie das gebaut. Auch, da haben sie es auch verdichtet, weil es geht ja einmal rund hier, siehst du? Ja. Das war auch mal alles offen. Ja. Alles Geschichte. Siehst du, das ist Urlaub. Ein Tag Actionurlaub. Oh, anstrengend. Jetzt denken wir bei meiner Verwandtschaft, bei meinen Großeltern haben so einen Urlaub gemacht. Aber das ist halt auch Aktivität, ne? Ja, da heißt Urlaub, Allgäu, früh losmarschieren, abends wir kommen und dann was essen, trinken und dann nach Hause und wir früh aufstehen und dann wir laufen. Da ist man den ganzen Tag gewandert in den Gebirge, in Allgäu. Wir haben das, glaube ich, so Pension genommen oder sowas. Okay. Halbpension, also nur Frühstück, Abendessen irgendwo in der Wirtschaft. Das war dann mal für uns Familie. Laufen, laufen, laufen. Ja, und da oben haben sie dann auch verteidigt noch. Ja, bist als Kind. Hast du es gewöhnt? Laufen. Hast du Urlaub? Ich kenn's. Warst du in Spanien oder Italien am Strand? Hotel, früh gestrüttelt, Frühstück, dann nach dem Frühstück gelaufen, bist dann müde geworden. Du kannst ja in deinem Urlaub nicht einfach nur da sitzen, oder? Du gehst wohin, dann bleibst du genau da und fährst du wieder ja, rein. Ja, so machen die meisten. Das haben sie gesagt. Die tun sich dann 2.000, 3.000 Euro oder 4.000 Euro Urlaub nehmen. Meistens nehmen sie sogar einen Kredit dafür, fliegen nach Türkei mit allen Süfe. Dann sagen sie, okay, meine lieben Kinder, wir treffen uns am Frühstückstisch und dann wir am Abendtisch. Weil dann haben die Eltern ihre Ruhe. Der Vater kann machen, was er möchte, kann saufen. Die Mutter kann dann hier am Strand liegen und die Kinder werden da beschäftigt. So haben sie es mal gezeigt im Fernsehen. So läuft ein normaler Familienurlaub ab. Das haben sie fern erklärt bei ProSieben oder sowas, keine Ahnung. Ja, welches legen sich gerne nur am Strand hin und das war's dann. Ist normal. Sind nicht alles so wie wir Action-Menschen. Die wollen einfach hier Urlaub haben, Programm. Ja. Sonne, Strand, Meer, ausruhen, ein bisschen baden, ausruhen und abends saufen. Ballermann, das war Ballermann. Abends saufen bis morgen, bis um 13 abends saufen bis um 6 oder 7 oder? Also Justus, dann müssen wir mal saufen, oder? Ja, bis 7 Uhr saufen und dann. Und dann schlafen bis um 14, 16 Uhr. Ja klar, kann man saufen. Da unten ist Quellwasser.
Ist doch saufen, Quellwasser. Ja, saufen. Es ist kostenlos und ist natürlich und ist gesund. Wasser. Reines, natürliches Quellwasser. Du kannst so viel trinken, wie du möchtest. Es kostet nichts. Nichts kostet. Ist doch schön, oder? Kostet nichts. Ist umsonst. Ja, Leute, jetzt kommt mal ein Ende meines Videos. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen auf die Hände, auf diese Wertheimer Burgruine. Wunderschön war's, gell? Sehr gut, echt. Essen war super, toll, wie immer. Jetzt gehen wir zurück in die Tiefgarage. Und das ist ein anderes Video. Das ist die Wegfahrt. Heute oh, sieht doch mal nicht die Tiefgarage von Würzburg, nicht von Frankfurt, nicht von Nürnberg, sondern Tiefgarage vom Wertheim. Genau, Unterburg. Das ist gar eine besondere Tiefgarage. Genau. Weil die direkt unter dem Berg ist. Das ist ein anderes Video. Oh, heute geht's nur hoch und es geht nur runter, es geht nur hoch. Sport? Hoch, runter, hoch, runter. Und morgen erobern wir die Burg Pottenstein, ne? Ja. Nein, wir waren so offen, Pottenstein, müssen wir den Pottenstein erobern. Und dann ein Felsenbad ausprobieren. Sommerrundelbahn fahren. Und Sommerrundelbahn fahren. Und best dran ist, es ist auch keine Fern hier, jedenfalls in Bayern nicht, und da ist nichts los wie hier, gell? Ja. Da haben wir auch auf uns, gell? Können wir so fahren mit. Ja. Ja, hier ist auch schön, wenn wir da Weihnachtsmarkt gewesen und unten an der Weinwiese war dann der Mittelalter Weihnachtsmarkt. Früher, vor Corona. Das Glasmuseum, ich habe nie gewusst, was das ist, aber was das ist. Weißt du, was das ist, genau? Nur Kunstgläser oder was? Anscheinend. Anscheinend. Weißt du, hast du gewusst, dass früher das die ersten Burgfenster waren? So gebaut, dass billig war? Ja. Das ist gut. Zuvor gab es kein Fenster. Hat man ein Brett vorgemacht und im Winter hat man einfach die. War es einfach das, der der einzigste Raum, wo du schlafen und wohnen konntest, die Küche. Die wurde doch auch renoviert vor kurzem, oder? Weil ich kann mich erinnern, dass hier ein Gerüst war irgendwie. Da hast du Antwort. Ja. Die hat sogar Antwort, die Kirche. Die hat gesagt, ja, wurde ich. Ja, wurde sie. Ja. Mit vorne, Glocke. Die hat ja recht gegeben. Ja. Da geht's zur Garage? Da geht's rein. Warte, nochmal. Also, das ist Ende des Videos. Da beginnt ein anderes Video. Ciao, ciao. Wünsche euch einen schönen Tag. Und danke fürs Zuschauen und Einschalten. Euer Justus Darmdauer, Diana schon Darmdauer und dann kommt ihr Sebastian. Hallo, wir sind Josh, Julia, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Aber niemals überheblich, hinten unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch mal massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nur blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. We'll be right back.
5 Freunde.